Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge konnten wir Kirith zum Glück noch befreien, die ja entführt worden ist. Und in der heutigen Folge geht es schon wieder fleißig weiter mit Düva, weil mit dem Für. Ihr gehört nun also zu den Bürgern. Gut gemacht. Ich hörte etwas von einem Konstabler, der Leute in die Kanalisation hinabwirft. Selbst in diesem Schrein des Wissens gelangen irgendwie sabbernde Idioten an die Macht. Lächerlich. Lassen wir das hinter uns. Ich benötige einmal mehr eure Dienste. Was benötigt ihr? Es ist Sotasil. Kurz nachdem wir beide uns getrennt hatten, suchte ich ihn auf und sprach über unser dädrisches Artefakt. Ich fürchte, etwas Verrücktes geht hier vor sich. Sein Verhalten, seine Sprache, die Höhe seiner Stimme, alles hat sich verändert, wenn auch nur nahezu unmerklich. Das klingt irgendwie wieder nach dem Schoßhündchen. Ihr meint, etwas stimmt nicht mit ihm? Noch schlimmer. Anfangs hielt ich es nur für Langeweile, Müdigkeit oder sogar die ersten Anzeichen für Senilität. Doch nachdem ich es jetzt eine Weile miterleben durfte, kann ich es mit Gewissheit sagen. Das ist nicht der Sotasil, den ich kenne. Das ist ein dädrisches Unheil und wir werden ihm auf die Schliche kommen. Wie bewerkstelligen wir das? Wir werden eure so mühsam erworbene Bürgerschaft ausnutzen, um ein paar Erkundigungen einzuholen. Zunächst werde ich überall verlautbaren lassen, dass ich euch angesichts eurer jüngsten Leistungen angeboten habe, meine Gehilfin zu werden. Ein Angebot, das ihr begeistert angenommen habt. Na schön. Inwiefern hilft das uns bei unseren Nachforschungen in Sachen Sotasil, wenn ich eure Gehilfin werde? Als mächtigster Magier in der Messingfeste habe ich so meine Schwierigkeiten, ordentliche Unterhaltungen mit den einfachen Leuten zu führen. Sie verstummen bei meinem Herannahen und geraten ins Tuscheln, sobald ich mich wieder entferne. Eine angemessene, aber wenig Wissen zutage fördernde zur Schaustellung von Unterwürfigkeit. Ihr wollt also, dass ich mit den anderen Gehilfen spreche? In der Tat. Es gilt als Binsenweisheit, dass Diener bei denen, die sie als ihresgleichen erachten, zu lautstarken Beschwerden über ihre Herren neigen. Fragt sie nach Sotasils Verhalten in jüngster Zeit. Ich bin zuversichtlich, dass wir irgendwo in ihrem rüpeligen Murren versteckt etwas von Wert auftun werden. Nun gut, ich werde mit den anderen Dienern sprechen. Ihr habt natürlich Fragen. Fragt, was ihr fragen müsst. Die Kräfte, die hier am Werk sind, sind wahrlich listenreich. Ihr solltet auf alles vorbereitet sein. Ich dachte, niemand würde Sotasil wirklich kennen. Wie könnt ihr euch da so sicher sein, dass etwas nicht stimmt? Er ist unergründlich, aber auch unbeirrbar. Sil wählt jeden seiner leisen Schritte mit Bedacht, einen nach dem anderen. Wie ein Uhrwerk. Ich habe ihn noch kein einziges Mal von seinem Kurs abweichen sehen. Bis jetzt. Wie ist er denn abgewichen? In der kurzen Zeit, in der wir hier sind, hat er 2-mal die Patrouillenrouten in der Stadt geändert und 3 Überarbeitungen der Satzung der Feste in Auftrag gegeben. Ihr könnt mir glauben, wenn ich sage, dass das beispiellose Vorgänge sind. Sotasil greift niemals so plump in einen laufenden Plan ein. Hat er noch irgendwelche anderen Änderungen vorgenommen? Es ist an euch, das herauszufinden. Macht euch nicht die Mühe, mit den Mitgliedern des Kongresses zu sprechen. Varunis Glaube an Sotasil ist unerschütterlich. Kanzler Gascone verachtet jede Bedrohung für den Status quo. Und Luciana? Nun, sagen wir einfach, sie war nicht gerade hilfreich. Beharrt Aufseherin Luciana immer noch darauf, dass ihr die Stadt verlasst? Luciana verabscheut meine Anwesenheit, doch sie ist keine Närrin. Ich gehe, wohin es mir gefällt, wann es mir gefällt. Eine offene Konfrontation zwischen uns würde wahrscheinlich Hunderte von Opfern fordern. Also macht euch darum keinen Kopf.
Sie wird unserer Untersuchung nicht im Weg stehen. Was könnte mir über die anderen aus Sotasils Umfeld erzählen? Nun, ihr seid ja Varuni begegnet. Sie ist nett, ohne geistlos oder langweilig zu sein. Doch andererseits dreht sich mir bei ihrer kindlichen Treue zu Sotasil der Magen um. Ich finde religiöse Bindungen widerwärtig. Was ich von Luciana halte, ist wohl bekannt. Und was Gascone anbelangt. Wer ist Gascone? Gascone dient als Kanzler. Er gebietet Respekt, leidet aber unter der eigentümlichen Charakterschwäche, immerzu Lob zu verlangen. Anbetung gar. Eine traurige Fixation. Er verfügt über große Macht, aber es sind seine kleinlichen Obsessionen, die ihn gefährlich machen. Seid auf der Hut. Nun gut, dann fragen wir mal bei den Gehilfen nach. Wenn ich denn weiß, wo wir da hin müssen. Moment. Leiten wir los. Sprecht mit ihr höher. Das heißt, dass wir da rein müssen. Okay. So, das ist der Erste. Die Erste. Ihr seid Fürst Fürs neueste Assistentin, was? Könnten wir später reden? Wenn ich diese Lampeninventur nicht fertig kriege, verfüttert Gascone mich an die Mechanoiden. Lampeninventur? Ja, Gascone muss wissen, wie sehr ich es liebe, Papierkram zu erledigen. Vor ein paar Tagen hat Sotasil uns angewiesen, alle Lampen hier herauszureißen und mit weniger hellen zu ersetzen. Welchen Sinn soll das denn haben? Wer möchte denn schwächere Lampen? Was macht ihr mit den alten Lampen? Ein Haufen Faktoten hat sie auf einen Karren geladen und sie irgendwo im mechanischen Fundament ausgekippt. Hey, ich kenne diesen Blick. Wenn ihr umsonst eine Lampe abstauben wollt, könnt ihr euch die Mühe sparen. Gascone hat sie uns alle einschmelzen lassen. Und das ist nicht einmal das Schlimmste. Was ist das Schlimmste? Die Hälfte der alten Schalter funktioniert nicht zusammen mit den neuen Lampen. Also mussten wir neue Schalter herstellen. Und die Hälfte der Schalter wurde dann falsch herum eingebaut, was bedeutet, dass wir jetzt alles nochmal machen müssen. Selbst die Faktoten wissen nicht, was sie treiben. Das klingt niederschmetternd, aber... Und von dem Bau der Lampen will ich gar nicht erst anfangen. Sotasil hätte mit einem einzigen Fingerzeig die Fabrikatoren so einstellen können, dass sie die neuen Lampen bauen, aber stattdessen hat er verlangt, dass wir das machen. Habt ihr irgendeine Vorstellung, wie komplex die Fabrikatoren sind? Ich dachte, die wollte nicht so lange reden. Das tue ich nicht, aber ich muss jetzt wirklich los. Viel Glück. Oh je, oh je, oh je. So, irgendwo hier links ist einer da. Ihr seid also diejenige, die für die Weite Gehilfin in der Messingfeste spielen darf? Tut mir leid, das zu hören. Die Vorfahren von Propst Varuni stammen aus dem Haus Telvanni, genau wie die von Fürst Für. Aber ehrlich gesagt, könnten sie unterschiedlicher gar nicht sein. Wie ist es so, für Propst Varuni zu arbeiten? Nicht so schlecht, wie man es vielleicht erwarten würde. Sie ist jung. Jugend geht mit Ungeduld einher. Doch ich habe mich nie ungerecht beurteilt gefühlt und sie ist großzügig mit ihrem Lob. Ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte, ob ich Varuni oder Sotasil dienen will, würde ich mich jedes Mal für Varuni entscheiden. Es ist schwierig, für Sotasil zu arbeiten? Im Augenblick mehr denn je. Ich gebe nicht vor, seine Beweggründe zu verstehen. Aber derart anspruchsvoll war er noch nie. Ein Beispiel. Er besteht darauf, dass wir alle Lichter herunterdrehen, bevor er einen Raum betritt. Wisst ihr, wie schwierig das ist? Man könnte dabei glatt aus der Haut fahren. Ist das Betätigen von Schaltern denn so schwer? Ha, Schalter betätigen, der war gut. Jede Lampe hat ihren eigenen Schalter. Und manche Lampen haben gleich mehrere davon. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, steuern manche Schalter mehrere Lampen. Er ist ein Gott, ich weiß. Aber man sollte doch kein Genie sein müssen, nur um das Licht auszuschalten.
Aber man muss ein Genie sein, um diese ganze Taktik da zu durchschauen, glaube ich. Das klingt zum Haare raufen. Bringt mich gar nicht erst in Fahrt. Varuni verlangt vielleicht mitten in der Nacht nach irgendeinem obskuren Folianten oder Schild jemanden, weil er Öl auf dem Boden hinterlassen hat. Aber schlimmer wird es bei ihr nicht. Sotasil hat letzte Woche eine Helferin ins Exil geschickt, weil sie vergessen hatte, eine Lampe auszuschalten. Danke, dass ihr mich das alles wissen lasst. Ich sollte mich auf den Weg machen. Richtig, richtig. Lasst euch nicht aufhalten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie anspruchsvoll die weit für sein muss. Besser ihr als ich. Haltet eure Nase dicht über den Zahnrädern, dann kann euch nichts geschehen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss los und 2 Dutzend Schalter betätigen. Wieder einmal. Oh, die Armen, die Armen. Ja, wenn es nicht so traurig wäre, dann wäre es wirklich total lustig. Was haben wir denn hier? Moment, da steht einer. Ihr seid also die weit fürs neue Helferin, was? Pech gehabt, meine Freundin. Ich habe gehört, er ist ein unerträglicher Bastard. Aber wenigstens ist er nicht Sotasil. Besser, man wird in einen Guar verwandelt, als dem Gott der Uhrwerke zu dienen. Ihr arbeitet nicht gerne für Sotasil? Nicht mehr. Früher auf jeden Fall. Er war leicht zufriedenzustellen, weil er nie da war. Dieser Tage... Jede Nacht ändert er seine Meinung zu etwas anderem. Ständige Sitzungen, täglich neue Vorschriften, Anpassungen an den Faktotenpatrouillen. Es ist ein Albtraum. Seid ihr euch sicher, dass es nicht schon immer so war? Ihr meintet, er wäre nie da gewesen. Vertraut mir, das ist beispiellos. Ich fürchte, irgendetwas stimmt mit seinen Verbesserungen nicht. Als hätte er Schwierigkeiten mit dem Regulieren. Er ist jemand völlig anderes geworden. Ich schwöre es. Bitte erzählt niemandem, dass ich das gesagt habe. Allen voran Gascone. Gotteslästerung kommt heutzutage nicht gut an. Gotteslästerung? Ja, es kommt nie etwas Gutes dabei herum, schlecht von einem Gott zu sprechen. Früher hätte ihn das nicht weiter berührt. Gebt euch euren kleinen Lästereien hin, sagte er immer. Das Feuer des Zweifels macht aus Unwissen Dampf. Doch jetzt nicht mehr. Dieser Ort wird jeden Tag mehr wie Gramfeste. Tut mir leid, das zu hören. Ich sollte mich auf den Weg machen. Richtig. Ich bin mir sicher, ihr habt für Fürst Für mehr als genug zu tun. Er ist gerade mal ein paar Tage zurück und begräbt euch sicher schon wieder unter Papierkram. Passt auf euch auf, meine Freundin. Ja, Papierkram ist es nicht, aber wir haben hier schon einiges zu tun. Wir müssen hier einiges rausfinden. Doch, da ist er schon. Haben euch die einfachen Bediensteten gut behandelt? Ich vermute, sie haben euch mit Beschwerden in den Ohren gelegen. Was habt ihr erfahren? Sotasil benimmt sich auf jeden Fall merkwürdig. Er hat eine Menge eigentümlicher Forderungen gestellt. Nun, das hätte ich euch auch sagen können. Schließlich habe ich euch genau deswegen hierher geschickt. Was für Forderungen? Erläutert das näher. Er lässt die Bediensteten die Räume verdunkeln, bevor er sie betritt. Und er hat verlangt, dass die Lampen ausgetauscht werden. Die Lampen im Lokatorium, ja? Der große Montageraum dort drüben? Die Helfer und Faktoten arbeiten dort schon seit unserer Ankunft Tag und Nacht. Komisch. Was könnten Lichter damit zu tun haben? Es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden. Ihnen Licht aussetzen? Beeindruckend. Ich war davon ausgegangen, dass ich euch das eigens erklären müsste. Natürlich braucht es dafür eine funktionierende Lampe. Ich schätze, er hat sie vernichten lassen. Sprecht mit eurem Hochelfen, Neramo. Und auch mit dem Dunkelelfen. Wir brauchen eine dieser Lampen. Repariert und einsatzfähig. In Ordnung. Ich gehe Neramo und Reynor suchen. Ja, nur wo finde ich die? Da bin ich. Sind die vorne vor der Tür? Also, ich dachte gerade schon, da wäre was. Sieht aus, als wären sie da eine Tür, ne? Ja, Moment. Stopp. Ah, ich hoffte, euch wiederzusehen, Assistentin. Verratet mir doch bitte, was hatte die Weit für zu sagen? Ich fürchte, er und ich sind uns unter ungünstigen Umständen begegnet. Hat er nach mir gefragt? Die Weit hat er eine meiner vielen Errungenschaften erwähnt? Darf ich jetzt?
Die Weid möchte, dass ihr und Reinor mir bei einer wichtigen Aufgabe helft. Reinor? Das ist doch bestimmt etwas, womit ich auch alleine fertig werde. Wenn ich die Weid für beeindrucke, könnte das mein Ansehen innerhalb der Gemeinschaft der Dwemer-Gelehrten immens erhöhen. Verratet es mir. Was verlangt Fürst Für von mir? Uns. Er möchte, dass wir eine Lampe bauen. Eine, die mit denen identisch ist, welche aus dem Loktorium oder so entfernt wurden. Er will einfach nur, dass wir eine Lampe bauen? Was für eine merkwürdige Bitte. Sei's drum. Ich biete mein umfangreiches Fachwissen gerne an, solange ihr die Weid für auch wissen lasst, dass ich das getan habe. Immer der Reihe nach. Ich muss eine dieser Lampen studieren, die wir nachbauen sollen. Mir wurde zugetragen, dass die alten Lampen ins Fundament gekippt wurden. Dort sollten wir anfangen. Jo, mit wir meine ich natürlich wieder mich, so wie es aussieht. Okay, dann... Nee, hier unten ist das. Ui, dann komm mal mit. Ja, alles mit hier. Da ist nichts. So, hier haben wir was. Eine Art Röhrengehäuse. Vielleicht zum Schutz von etwas Gläsernem? Schwierig zu sagen. Irgendeine Art komplexes Filament. Das Gewebe dieser Faser, das ist maschinell gefertigt. Ich sollte mir Notizen machen. Ja, mach dir Notizen. Ich schau mal beim nächsten. Oh, hier hängen überall Kabel. Irgendeine Art von Kompressor. Zur Umleitung eines Gases vielleicht? Interessant. So, Verlockung der Uhrwerkapostel. Dürft ihr euch gerne durchlesen, wie immer. Und hier ist noch eine Lampe. Schaut euch die Blenden dort an. Das muss eine Art Modulator sein, der das Wesen des Lichts verändert. Faszinierend. Kompressoren, Filamente, Gehäuse, Modulatoren. Ja, ich glaube, ich begreife, was all diese entsorgten Lampen gemeinsam haben. Ich lausche. Im Gegensatz zu anderen Lampen verdichten diese eine Art geodisches Gas in Metallröhren und modulieren das Licht anschließend so, dass eine andere Form der Beleuchtung erzeugt wird, die für die Augen Sterblicher nicht zu sehen ist. Unsichtbares Licht. Bemerkenswert. Die potenziellen Anwendungsmöglichkeiten sind grenzenlos. Unsichtbares Licht? Könnt ihr nun eine dieser Lampen nachbauen? Ja. Ich glaube, mit Reinos Unterstützung können wir diese Lampe ohne größere Schwierigkeiten nachbauen. Ihr werdet natürlich aber erst die erforderlichen Teile beschaffen müssen. Diese hier sind alle irreparabel beschädigt. Was genau habt ihr mit diesem Licht vor? Wir planen es auf Sutasil anzuwenden. Ich bin mir nicht ganz sicher, was dann geschehen wird. Ihr plant was? Oh je. Nun, das klingt wie eine schreckliche Idee. Aber ich werde mich darauf verlassen, dass ihr und Fürst für mich beschützt. Hier ist eine Liste mit den Teilen, die ich brauchen werde. Trefft mich in der Halle der Feinmechanik, sobald ihr sie beschafft habt. Viel Glück. Euch auch. Ja, dann holen wir uns doch mal die Teile. Mal gucken hier. Angriff! So, da müssen wir rum. Haben wir die jetzt alle? Ja. Oh, ich wollte euch alle zusammen machen. Wie schlecht kann man eigentlich treffen? Ich verstehe es nicht. Man zielt genau auf den Gegner. Braucht ihr was die? Ja, dass du mal aus dem Weg gehst, das brauche ich. So.
gefragt wegen den Uhrwerkkompressoren. Da muss ich allerdings auch hier rum, ne? So, den haben wir. Und ich würde hier einfach gerne mal runterspringen. Ist das so schwer? So, nehmen wir die Himmelsscherbe noch schnell mit. Ich weiß gar nicht, ob man da wieder hochkommt eigentlich. Ich glaube nicht. Ne? Wenn man einmal hier runtergesprungen ist, glaube ich, kommt man hier nicht mehr hoch. Sammelt eine Lampenröhre. Ja, aber wo? Jetzt sagt mir nicht auch hier drin. Dann hätte ich jetzt wieder nach oben gemusst. Oh, das ist doch doof. Ich dachte, wir haben jetzt alles fertig, weil da irgendwas stand von wegen fragt nach. Nee, da kommt man auf jeden Fall nicht mehr hoch. Dann laufe ich jetzt hier nochmal meinen Weg wieder zurück und schneide das Ganze dann zusammen, so dass wir dann noch die restlichen Teile holen können. Bis gleich. So, wir sind jetzt draußen und zwar sind wir jetzt hier in der Nähe von dem Wegschrein der Messingfeste und da steht Halibar. Na, da sieht aber wer aus, als wäre er auf der Jagd nach etwas ganz Bestimmtem. Hier seid ihr richtig, meine Freundin. Ich habe ein bisschen von allem. Was darf ich euch bringen? Habt ihr solche Lampenröhren wie die aus dem Luktorium? Zufälligerweise habe ich gerade erst vor ein paar Tagen welche erstanden. Anscheinend hat jemand die alte Beleuchtung weggeworfen, um Platz für die neue zu machen. Sie sind aber gar nicht mehr so leicht zu kriegen. Wie lautet euer Angebot? Ich arbeite mit Propst Varuni zusammen. Wenn ihr mir einen Gefallen tut, tut ihr ihr einen Gefallen. Varuni Ave? Nun, das ändert alles. Jede Freundin von Varuni ist auch meine Freundin. Nehmt diese Röhre hier, die geht aufs Haus, ja? Lasst Varuni einfach nur wissen, wie hilfreich ich war, in Ordnung? Und dass ich ziemlich gut aussehe und mich auch auszudrücken weiß. Abgemacht? Ich werde es ihr auf jeden Fall ausrichten. So, liefert die Teile. Das heißt, da müssen wir hier rum. Da es ist alles in Ordnung. Wir kümmern uns um euch. Dieser weiß nicht, was er machen soll. Wo soll er nur hin? Ihr werdet sehen, mein Lieber. Wir kümmern uns hier unten umeinander. Das hört sich irgendwie gruselig an. Wo ist er denn? Da. Ah, ihr seid zurückgekehrt. Ausgezeichnet. Reino und ich haben eine passable Fassung für die Lampe zusammengeschraubt. Alles, was wir jetzt noch brauchen, sind die Komponenten, zu deren Beschaffung ich euch ausgesandt hatte. Hattet ihr Erfolg? Hier ist alles, was auf eurer Liste stand. Wundervoll. Ich bin zuversichtlich, dass diese Lampe exakt die Spezifikationen der anderen aufweisen wird, die entfernt wurden. Solange Reino sich nicht irgendwo verrechnet hat. Wäre das dann also die Zeit, um die weit für über unseren, oder genauer gesagt meinen, Erfolg in Kenntnis zu setzen? Ja, ich werde die weit für Bescheid geben, dass wir demnächst soweit sind. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ihr müsst natürlich nicht hierher zurück. Kiret sollte gleich wieder da sein. Ich schicke sie dann los und lasse sie die fertige Lampe rüber ins Lokutorium bringen, sobald sie bereit ist. Bis bald, Helferin. Bis bald. So, dann laufen wir wieder zurück. Einmal in den hinteren Teil. Hier war das, ne? Ja. Da ist er doch. Ah, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Natürlich nicht um euch. Diese Apostel haben mich umkreist wie die Klippenläufer. Zweifelsohne auf der Jagd nach einem Autogramm. Wie ermüdend. Ich vermute, ihr wart erfolgreich darin, etwas über diese Lichter und wie man ein neues baut herauszufinden. Ja, Neramo und Reino haben eine funktionierende Lampe gebaut. Kirith wird sie bald abliefern. Gut gemacht. Ich nehme an, ihr habt die besondere Eigenschaft dieser Lampen entdeckt.
Warum setzt mein guter Freund Sil so viel daran, ihnen aus dem Weg zu gehen? Neramu glaubt, sie strahlen eine Art unsichtbares Licht ab. Unsichtbares Licht? Faszinierend. Vielleicht, um den Faktoten beim Navigieren zu helfen? Na, sei's drum. Weitere Nachforschungen müssen warten. Nun ist die Zeit für Taten. Ich werde eine Versammlung des Kongresses verlangen. Platziert eure Lampe auf dem Balkon droben. Kehrt danach zu mir zurück. In Ordnung, ich bringe die Lampe auf dem Balkon in Position. Sagtet ihr etwas davon, die Lampe auf den Balkon zu stellen? Wir haben da ein Problem. Reinor und dieser nervige Hochelf haben eure Lampe fertig. Aber es gibt ein Problem. Auf dem Weg hierher habe ich zufällig einen Gehilfen etwas darüber sagen hören, dass Sotasil irgendwelche neuen Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat. Anscheinend wird der Balkon jetzt schwer bewacht. Dann muss ich also an den Wachen vorbeischleichen, um die Lampe in Position zu bringen? Sieht wohl so aus. Es sei denn, ihr wollt Blut an den Händen. Doch das könnte die Sache mit unserer Bürgschaft ein klitzekleines bisschen verkomplizieren, ja? Seid einfach nur schnell und leise. Wie ich. Ihr schafft das schon. Hier ist die Lampe. Viel Glück. Danke für die Warnung, Kirith. So, ach so, dann machen wir aber am besten den Basti mal eben weg. Nicht, dass der jetzt noch weiter runtergestuft wird. Irgendwo hier. Ah, hier. Okay. Hallo, nimmst du das an? Wir müssen nach rechts rein. Alter, der schleicht hier rum. Ich muss auch gestehen, ich habe das selten geschafft, ohne erwischt zu werden. Meistens beim Rausgehen. Jetzt ist der da. Die Frage ist, kommt er in meine Richtung oder läuft er nur hin und her? Bewegst du dich nochmal? Kommt jetzt nicht auch in meine Richtung. Aber das war doch nicht der mit dem... Hä, das war doch nicht der mit der Lampe gerade. Na, jetzt geh. Los. Ich will es einmal probieren, ohne Kopfgeld. ohne Kopfgeld zu kriegen. Ja, natürlich kommt genau in dem Moment der mit der Lampe wieder. Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Oh, das ist jetzt aber richtig beschissene Position. Hier sieht man jetzt gar nichts mehr. Oh. Oh. Ich weiß nicht, wo der Kreis ist. Keine Ahnung. Ich glaube, der Typ läuft vorne rum. Kann das sein? Oder ist eine Frau gewesen? Ich kann es ja von hier aus auch nicht mehr sehen. Oh. Ich hätte hier nicht reinlaufen sollen, ganz ehrlich. Der Typ steht da hinten noch. Aber wenn ich rausgehe, bin ich wahrscheinlich direkt im Strahl drin oder so. Ich warte lieber drauf, bis der wieder reinkommt. Frage ist nur, kommt der jetzt nochmal rein? Hm. Und steht der jetzt mit einem... Moment, hier kommt wieder ein blauer... Oh, ich wollte gerade mal probieren, rauszuspringen. Okay. Mhm. So, der ist weg. Was ist mit dem? Der erwischt uns jetzt. Oh, natürlich kommt er direkt zu uns. Natürlich! Och ja, natürlich. Wo kommst du denn jetzt her? Von da hinten oder was? Wieso sind jetzt hier zwei? Es hat mich doch nur einer entdeckt. Alter, ernsthaft?
muss hier raus. Oh, jetzt weiß ich aber nicht, ob hier drin Wachen sind. Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist keine Wache. Ich dachte gerade schon. Wir müssen nach geradeaus. Interne Funktionsüberprüfung im Gange. Bitte versucht es später noch einmal. Okay. Ich habe Sotasil davon überzeugt, dass der Kongress noch einen weiteren Vortrag über die Heiligkeit von Uhrwerkautomaten braucht. Er hat sofort zugestimmt. Er schien sogar regelrecht trunken vor Begeisterung. Das war verstörend. Ist alles bereit? Ja, ich habe die Lampe platziert. Alles ist vorbereitet. Gut. Sils Vortrag sollte jeden Augenblick beginnen. Steht bereit, um die Lampe zu aktivieren. Ich bin mir einigermaßen sicher, dass etwas geschehen wird. Aber die Einzelheiten entziehen sich meiner Kenntnis. Ich schätze, so fühlt sich wohl Ungewissheit an. Was für ein ungewöhnlicher Wechsel im Tempo. Geht mich an. Was? Was, wer redet hier die ganze Zeit? Das Problem ist, ich kindliche Neugier und akzeptierte, sind da Wachen? Doch meine Großzügigkeit hat Grenzen. Wisset dies, jeder Diener des Gott der Uhrwerke, der an Faktoten herumwerkelt, wird streng bestraft werden. Was ist das? Was geht hier vor sich? Ihm nach, so ergreift doch wer diesen Betrüger! Ja, ich komme. In der Hoffnung, dass hier keine Wachen rumlaufen. Ich bin der Gott der Uhrwerke. Ihr werdet vor mir niederknien. Knie nieder! Du kannst mich mal. Oh nee, ne? Okay, wieder zurück. Das nehmen wir direkt noch mit. So. Ich habe keine Zeit, das zu besprechen, Varuni. Ob nun gewollt oder nicht, Fürst See dient nicht länger der Stadt der Uhrwerke, wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Gaskone, wo wollt ihr hin? Wenn das nach außen dringt, wir müssen eine Verlautbarung machen oder wenigstens den Kongress zu einer Notsitzung einberufen. Ich habe mich um Dringendes zu kümmern. Verlautbart, was immer ihr auch wollt. Ich bin bald zurück. Was denkt sich Gaskone nur? Ganz ehrlich. Na, das war erhellend. Der bloße Gedanke, dass ich die ganze Zeit über mit Sotasils Schatten geredet habe, er wirkte so lebensecht. Weitaus höher entwickelt als mein eigener. Wie ich leider sagen muss, faszinierend. Es ist wirklich zu schade, dass wir alle bald tot sein werden. Was? Wie tot? Ich will euch ja nicht grundlos alarmieren, aber ich möchte ganz offen sein. Falls ein Betrüger auf dem ausgerichteten Thron sitzt und dieser lernt, über die Macht dieses Ortes zu gebieten, folgt darauf zwingend eine Katastrophe. Mag sein, dass wir noch einen Weg finden, um dieses Desaster abzuwenden, aber die Chancen stehen schlecht. Also, was machen wir? Bleibt bei Varuni. Wenn Sotasil als Betrüger enttarnt ist, wird im Kongress schnell ein Tumult entstehen. In einem solchen Chaos steigen finstere Wahrheiten immer an die Oberfläche. Betet darum, dass sie es rasch tun. Ich habe noch andere Erkundigungen einzuholen. Bleibt wachsam. Wir sehen uns bald wieder. Passt auf euch auf. Die Weit. Mein geliebter Fürst, seht, was ist euch zugestoßen? Ich fasse es kaum, was wir da gerade mit angesehen haben. Wie konnte das geschehen? Wie konnte sich ein Schatten als Fürst seht ausgeben? Der Vater der Mysterien würde so etwas nie zulassen. Es muss eine andere Erklärung geben. Die Waldführt wusste, dass etwas mit Sotasil nicht stimmte. Wir mussten die Ursache herausfinden. Für. Natürlich. Stets ganz der Bilderstürmer. Ich wette, er lacht uns gerade keckernd aus. Sei's drum.
Ich weiß eure Gewissenhaftigkeit zu schätzen. Das war eine durch und durch verstörende Tortur, aber wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen den echten Fürst Seed finden. Anscheinend hat Kanzler Gascon eigene Sorgen. Ja, er hat sich merkwürdig verhalten, nicht? Er hat sich nie ganz mit Fürst Seeds Herrschaft abgefunden. Jetzt hat er endlich einen Vorwand, um die Zügel an sich zu reißen, und er kriecht davon wie ein angeschlagener Messingbasilisk. Komisch. Sehr komisch. Was ist unser nächster Schritt? Der wahre Fürst Seed wird uns irgendwann helfen. Ich weiß es. In der Zwischenzeit müssen wir uns auf uns selbst verlassen. Vielen Dank für alles, was ihr getan habt. Es scheint, als ob wir noch einiges vor uns haben, bis das hier überstanden ist. Und wir halten einen Fertigkeitspunkt und robuste Arme von Set Unermessliche Dunkelheit. Ein klassischer Gascone. In seine Gemächer zu fliehen, wenn es schlecht läuft. Ich bin sicher, dass die Neuigkeit über Fürst Seeds Zustand bereits auf der Straße die Runde macht. Wir müssen uns sputen, wenn wir eine Panik verhindern wollen. Was kann ich tun? Versucht, mit Gascone zu sprechen. Es kümmert ihn offensichtlich nicht, was ich zu sagen habe, aber vielleicht hört er auf eine Exodromale. Ihr bleibt ein Kuriosum, wisst ihr? Nichts für ungut. Wir können den Kongress nicht ohne den Kanzler einberufen. Nun gut, ich werde ihn finden. Wo soll ich suchen? Schaut euch seine Wohnung im Westflügel der Basilika an. Er versteckt sich manchmal dort, um sein angeknackstes Ego zu pflegen oder passiv-aggressive Memoranden zu verfassen. Ich werde versuchen, die Nerven der Apostel etwas zu beruhigen. Ehrlich gesagt, müssten meine Nerven auch mal beruhigt werden. Ich werde mir Gascons Wohnung anschauen. Lasst Gascone sich nicht aus dieser Sache herauswinden. Er hat Pflichten und Verantwortung. So wie ich. Geht es euch gut? Was? Ja, mir geht es gut. Ich finde bloß, das ergibt keinen Sinn. Was ergibt keinen Sinn? Ich verstehe nicht, wie ein Schattenfürst Seeds Platz einnehmen konnte. Vielleicht ist das eine Art Prüfung? Aber warum sollte man uns testen? Die Uhrwerkapostel sind nicht vom rechten Pfad abgewichen. Wir bauen und beten und experimentieren genau so, wie es die Heiligen Schriften vorschreiben. Ihr haltet es doch nicht für möglich, dass Sotasil kompromittiert wurde? Kompromittiert? Bei euch klingt das, als litte Fürst Seed an irgendeinem Defekt, wie einem zusammengequetschten Rohr oder einem verschlissenen Bolzen oder sowas. Wir reden über ein göttliches Wesen. Götter können nicht kompromittiert werden. Sie existieren ohne Makel. Oder? So einfach ist es womöglich nicht. Wisst ihr, wie es in den Predigten heißt? Komplexität täuscht über die Wahrheit hinweg. Die Welt beruht auf simplen Prinzipien. Seht ist die Wahrheit und das Licht. Wer das Einfache begreift, begreift auch das Obskure. Ich weiß eure Offenheit wirklich zu schätzen. Machen wir damit doch später weiter. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal noch einen kleinen Cut machen, dass ich dann die letzten beiden Folgen, die ich eigentlich trennen wollte, zusammenschneide, weil das thematisch dann doch alles noch so schön zusammenpasst. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, weil es dann doch eine etwas längere Folge geworden ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.